Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier wieder am Bahnhof Büchen. Und ich war an dem Tag auf Tour. Die Videos davon gibt es ein andermal. So, ich bin jetzt wieder angekommen im Bahnhof Büchen. Im Regionalen Express, der steht. Und ich war hier wirklich von der Zugbegleiterin begeistert. Sehr freundlich und nett und zuvorkommend. Und jetzt sehen wir noch die Abfahrt des Regionalexpresses, mit dem ich gekommen bin. Ja, das Wetter ist leider umgesprungen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ganz hinten links in der Ecke, bin ich der Meinung, steht ein Zug. Bloß, ich war überlegen, will der jetzt auf die Strecke nach Lauenburg? Warum fährt er da nicht? Warum steht er da? Und er ist anscheinend jetzt von dem ICE überholt worden. Na, das wird noch recht spannend. Schauen wir mal. Jetzt kommt ein Güterzug. Also wenn da jetzt mal angenommen ein Güterzug steht und das wäre eine Überholung, dann würde ein Güterzug einen Güterzug überholen. Aber eigentlich gibt es das doch nicht, oder? Aber wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Und das ist ein gemischter Güterzug mit einer Trax vorne dran. Also eigentlich schon so das Highlight dieses Videos. Ja, jetzt habe ich die Seite gewechselt, um mir das mal genauer anschauen zu können, weil von dieser Seite war ich der Meinung, dass man das, was da steht, genauer begutachten kann, was auch so ist. Und ja, tatsächlich, da steht ein Zug und der wird wohl auch gleich losfahren. Nee, hatte ich vergessen, da kommt noch der Intercity vorher. So, jetzt fährt er los und Leute, achtet gleich mal, es kommt noch ein ICE aus der anderen Richtung parallel und das Wetter ist ja schlecht. Und was hat man am Ende eines schlechten Wetters? Natürlich ein Regenbogen-ICE. Die zweite Einheit des ICEs ist der Regenbogen.
ICE. War es doch eine Überholung. Und jetzt mal die Frage an euch in die Kommentare, warum überholt denn ein Güterzug ein Güterzug? Das ist dann jetzt hier die Frage. Und das war es auch wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und noch was ganz kurz. Ich habe gesehen, der hat den vorderen Stromabnehmer hoch. Wieso eigentlich?